Angst und Temperament, sie ist das Apollo der Männer. So, so ist eine Frau, von der man spricht. Ihr ewig wechselndes Gesicht steht hoch im Kurs bei jedem Kenner. Sie liebt und sie hasst gerade so, wie er sie fand, was sie blüht, ist eben echt, und der Erfolg, der gibt ihr recht. Ist eine Frau der großen Welt, die jedem Mann im Atem hält, die dir sein Herz zu Füßen fällt. Guten Abend, Herr Direktor. Felix. Ja, was gibt's? Die Loge ist noch immer leer. Es ist ja auch schließlich keine Aufgabe für einen Manager, eine Loge zu beobachten. Ja, du bist es ja auch nicht mehr lange. Ja. Also jetzt legt diese Rosen auf die Logenbrüstung, aber schnell, sie kann jeden Moment kommen. Ja, was, jetzt gleich? Na, wenn Ilonka das sieht, bringt sie mich um. Stimmt, aber vorher kannst du doch noch die Rosen hinlegen. Du bist ein Gemütsmensch. Hast du vielleicht Angst? Nein, aber ich lebe gern. Dann muss es eben so geschickt anfangen, dass dich Ilonka nicht erwischt. Mhm. Los, jetzt geh, ich drücke die Daumen. Herr Doktor, Sie müssen sich umziehen, es ist nächste Zeit. Was, schon so spät? Ja, ja, ich... Do, do, ist eine Frau, die jeder kennt. Do, do. Sie ist das Apollo der Männer. Do, do, ist eine Frau, von der man spricht. Ja, du, 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 du. Ihr Herz und Gesicht steht hoch im Kurs bei jedem Kenner. Sie liebt und sie hat gerade so, wie es ihr passt, was sie fühlt, ist eben echt. Und der Erfolg, der gibt ihr recht. Do, 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 ist eine Frau der großen Welt. Ja, du, 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 du. Na also, du lebst ja noch immer. Ja, aber frag nicht wie. Die hat mir einen Eisbecher mit solcher Gewalt ins Genick geschmissen, dass mir die Schlagsahne bei den Augen herausgekommen ist, Knöppler. Ja. Verraten Sie alles, was zerbrechlich ist, denn in wenigen Sekunden wird diese Paprikarakete hier hereinschießen und alles zerdeppern. Aber lasse doch, sie zerdeppert ja heute zum letzten Mal. Ja, apropos, drei Direktoren sind heute wieder da. Einer aus Chicago, einer aus Paris, einer aus London, alle wollen sie mit uns Verträge machen. Hast du denn nicht gesagt, dass ich nicht mehr auftrete? Natürlich habe ich es ihnen gesagt, aber sie glauben das ja nicht. Das ist ja auch völlig absurd, dass ein Künstler wie du auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wo er nicht nur jede Gage verlangen kann, sondern auch bekommt, dank meines Managements, der Bühne AD sagt, nur weil er Arzt werden will. Wieder werden will? Wieder werden, widerwärtig ist das. Ich könnte verstehen, wenn du sagst, dass du mit Ilon gar nicht mehr spielen willst, diese richtige Wissenschaft. Na? Warum seid ihr plötzlich so still? Sind wir still? Wir sind nicht still, wir konzentrieren uns nur auf unseren Auftritt. Und sei schweig! Ulilein, warum gehst du mir immer aus dem Weg? Die Frisur, die Haare, er muss auf die Bühne. Halbasch! Na, Halbasch, misch dich nicht in meine Haare. Glaubst du, dass ich nicht weiß, dass du verliebt bist in dieses junge Ding, die jeden Abend hier in der Loge sitzt? Aber sie wird so lange hierher kommen, bis mir die Geduld verloren. Eins sage ich dir, ich gebe dich nicht her. Sie ist bestimmt auch diejenige, die dich von der Bühne weglocken will. Aber Ilonka, zwischen uns beiden war es doch nie ernst. Nie ernst? Dann wird es jetzt ernst. Gnädige Frau, höchste Zeit zum Umzug. Warum sind Sie nicht zwei Sekunden eher gekommen? Du sei schweig. Du bist an allem schuld. Du schmuckest Rosen in der Loge. Du Schmuckle, du. Du Mephisto. Mephisto, mit der Faust kenne ich sie. Die treibt mich noch zur Verzweiflung. Grüße dich. Mich auch. Ach, Gina. Aber Papa, warum regst du dich auf? Du kannst ja doch nichts mehr ändern. Wir heiraten. Was, diesen Knödelkomödiant? Wenn es wirklich ein Knödelfabrikant wäre. Bitte, Papa, denk an deine Gange. Wir heiraten am 21. Am 20. ist unser Polterabend und du bist freundlichst eingeladen. Regine, ich flehe dich an. Es gibt so viele nette, junge, gut aussehende Männer. Mein Herr, soviel ich weiß, sind Sie Großindustrieller und kein Heiratsvermittler. Also bitte kümmern Sie sich nicht um Dinge, von denen Sie nichts verstehen. Und jetzt geh in deinen Bridge-Club, ja? Nein, nein, so schnell lässt sich ein Röders nicht abspeisen. Nicht einmal von seiner eigenen Tochter. Und jetzt weiß ich genau, was ich zu tun habe. Und was machst du? Ich gehe natürlich in die Revue. Zu ihm. Allein? Nein, 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 mit meiner Freundin Alice. Hallo? Ja, Liebling, ich habe mich ein wenig verspätet. Es ist Alice. Ich lasse ihn schön grüßen. Papa lässt dich schön grüßen. Was, mich? Danke, ich lasse ihn auch schön grüßen. Du, Gina, jetzt hör mal zu. Ich habe eine fantastische Idee. Ich werde mich heute Abend ganz offiziell im Theater mit dir verloben. Hä? Wunderbar. Ich bin wahnsinnig aufgeregt. Ich bin gleich bei dir. Wiedersehen, mein Schatz. Auf Wiedersehen. Was war denn das? Wieso? Alice muss unter einem Wasserfall telefoniert haben. Du Heuchler! Du! Los! Wie siehst du denn aus? Knöppler, schnell! Ja? Schnell einen neuen Smoking! Ja, wo soll ich einen neuen Smoking hernehmen? Also gut, dann opfere ich mich hier in meinen Anzug. Du sei schweig! Ich flehe dich an Ilonka, verschwinde! Und es geschieht ein Mord! Ah, ich habe keine Angst. Ich werde dich töten. Mit diesem Revolver! Ah, dich auch! Nein! Sag mal, was ist denn das für Sprichwort in Unterhosen herum? Ich leide dir meinen Anzug! Ich brauche keinen Anzug, ich brauche einen Föhn! Knöppler! Ja, schnell! Einen Föhn! Föhn! Knöppler! Ja. Zwei Föhne!
alle Zeitungen. Sie sollen einen Reporter schicken. Es gibt eine Sensation. Ah, da kennst du die Journalisten schlecht. Die sind ja schon im Haus. Was ist dein letztes Auftreten? Ah ja, na, umso besser. Dann musst du Ilunka vor meinem Auftritt in ihre Garderobe einsperren, verstanden? Uli, was hast du vor? Sag ich dir nicht, sonst fällt dir das Herz in die Hose. Los, ich mach's schon. Oh, wo bleibst du so lange? Muss ich mich allein umziehen? Verzeihung, mich hat ein eleganter Herr so lange aufgehalten. Er möchte Sie sprechen. Was jetzt? Kommt gar nicht in Frage. Es ist aber dringend. Woher weißt du's? Er hat mir das in die Hand gedrückt. Oh, und weil er dir ein großes Trinkgeld gegeben hat, muss ich ihn empfangen, hä? Nur zwei Minuten. Na schön, lass ihn reintreten. Verzeihung, wenn ich störe. Mein Name ist Otto Röders. Röders? Ah, sind Sie der Nähmaschinen-Röders? Bitte nehmen Sie Platz, aber nicht lange. Was verschafft mir die Ehre? Oder soll ich sagen, Vergnügen? Also ich mache es kurz, obwohl das, was ich zu sagen habe, diskretester Natur ist. Schießen Sie. Wie? Ich meine, schießen Sie los, ich habe nicht viel Zeit. Ja, also Ihr Partner, Herr Dr. Hansen, und meine Tochter wollen heiraten. Was? Das ist Ihre Tochter, die jeden Abend hier in der Loge sitzt? Ja, und ich möchte diese Ehe verhindern, und dazu brauche ich Sie als Bundesgenossen. Wieso kommen Sie gerade auf mich? Sie sind eine schöne Frau, eine großartige Schauspielerin. Sie sind jeden Abend mit ihm auf der Bühne. Wenn Sie nun Herrn Dr. Hansen vorspielen könnten, dass Sie in ihn verliebt sind, sodass er meine Tochter vergisst, dann... Was ist dann? Dann würde ich mich erkenntlich zeigen. Mein lieber Herr Nähmaschine, ich bin nicht neugierig auf Ihre Erkenntlichkeiten. Und ich brauche Herrn Hansen nicht vorzuspielen, dass ich in ihn verliebt bin, weil ich bin in ihn verliebt. Ja, das ist ja großartig. Und dass diese Hochzeit nicht stattfindet, dafür werde ich Sorge tragen, auch ohne Ihre Erkenntlichkeiten. Wann wollten die beiden heiraten? Die Hochzeit ist für den 21. festgesetzt. Schon festgesetzt, hm? Ja, und der Polterabend für 20. Na, dann werde ich dazwischen poltern, dass es nur so kracht. Mir ist nicht nach, wenn mein Kopf tüllen geht. Und er hat alles Puffung. Und er vermischt sich gerade vom Bälle. Madame, Sie sind ein Engel. Ich bin ein Teufel, wenn ich wütend bin. Und ich bin wütend. Das ist ja wunderbar. Madame, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Warte, Putzikan. Ich habe mir gedacht, ich muss mir doch mal den Mann ansehen, den du heiraten willst. Das ist aber nett von dir. Wo ist denn deine Freundin Alice? Alice? Die hat im letzten Moment abgesagt. Aber dass du meinetwegen, das heißt seinetwegen, deinen Bridgeabend im Stich gelassen hast, finde ich rührend. Ich habe mir gesagt, Bridge spielen kann ich ja öfter, aber er tritt ja heute zum letzten Mal auf. Felix, was ist? Ist sie da? Ja, aber nicht allein. Was heißt nicht allein? Das ist ja ihr Vater. Was macht der hier? Heute? Na, umso besser. Hast du ihn noch eingesperrt? Ja, nein, ich habe vergessen. Nein, bist du schon los, los, geh. Ist sie noch drinnen? Nein. Nein, wo ist sie denn? Sie sucht Herrn Hansen. Das auch noch. Hat sie den Revolver bei sich? Natürlich, wie immer. Wie immer. Was habe ich verbrochen? Es kommt auf die Sekunde an bei einer schönen Frau. Wer so viel nur von Frauen versteht, der weiß das ganz genau. Doch wer da wartet, bis das Glück an ihm vorübergeht, verpasst den richtigen Augenblick. Und dann ist es zu spät. Ich hab schon manche Frau geküsst in Rom, Paris, Berlin. Ich weiß, wie schön die Liebe ist. In Budapest und Wien. Ob eine Frau mich angelacht, ob sie sich erst gewählt und ob es Tag war oder Nacht, das hat mich nicht gestört. Denn immer war mir das eine klar. Es kommt auf die Sekunde an bei einer schönen Frau. Wer so viel nur von Frauen versteht, der weiß das ganz genau. Doch wer da wartet, bis das Glück an ihm vorübergeht, verpasst den richtigen Augenblick. Und dann ist es zu spät. Neues Leben an. Ich musste viele Wege gehen, nach links, nach rechts, ich bin ein Mann. Doch alle Wege waren schön. Alle Wege führen mich zu dir,
unserem Schicksal können wir ja nicht entgehen. Alle Lieder grüßen dich von mir und sie sagen dir, wie gut wir uns verstehen. Das Glück reicht strahlend uns die Hand und schlingt um uns ein goldenes Band. Wir wandern in ein Märchenland, so nah ist unser Ziel. Alle Wege führen mich zu dir, den Weg ins Land der Zukunft gehst du mit mir. Ich hab von dir geträumt in vielen Stunden, ich wusste, dass es dich auf Erden gibt. Ich habe dich gesucht, ich habe dich gefunden, ich habe dich gesehen und dich geliebt. Wenn meine Worte dir nicht sagen können, wie ich dich liebe, sagt es dir mein Blick. Uns beide kann im Leben nichts mehr trennen. Du bist für mich das lang ersehnte Glück. Alle Wege führen mich zu dir. Unserem Schicksal können wir ja nicht entgehen. Alle Lieder grüßen dich von mir und sie sagen dir, wie gut wir uns verstehen. Das Glück reicht strahlend uns die Hand und schlingt um uns ein goldenes Band. Wir wandern in ein Märchenland, so nah ist unser Ziel. Alle Wege führen mich zu dir, den Weg ins Land der Zukunft gehst du mit mir. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie haben mir jahrelang als Publikum die Treue gehalten. Ich kann mir einfach keinen netteren Kreis vorstellen, um einen Eintritt ins bürgerliche Leben zu feiern. Und nun sollen Sie auch den bezaubernden Grund für meinen Entschluss kennenlernen. Es ist Fräulein Regine Röders, mit der ich mich soeben mit dem vollsten Einverständnis Ihres Papas verlobt habe. Hat sie schon geschossen? Nein. Ein schönes Paar. Sehr schön. Aber der Herr Präsident sieht nicht gerade vorteilhaft aus. Hat vielleicht die Gale ein bisschen gezwackt? Was soll das? Der 33. Was, heute? Ja. Heute ist der 20. oder bin ich schon ganz blöd? Ja, der 33. Blumenkorb zur Verlobung von Fräulein Regine. Sehen Sie, ich kann keine Blume mehr sehen. Wenn wieder welche kommen, stecken Sie sich auf den Hut. Na, wann trage ich denn schon einen Hut? Also dann ins Knopfloch. Haben Sie mich verstanden? Ja, ja. Sie haben laut genug gesprochen. Röders? Bundesbruder, gestern hat er uns ganz schön an der, wie sagt man, an der Nase herumgeführt. Aber heute werde ich Siegerin sein. Hochzeit findet nicht statt. Hören Sie, Frau Dabarosch. Abgehängt. Herr Präsident! Ja, was denn jetzt schon wieder? Telegramme! Das heißt die Telegramme, das heißt Telegramm. Na schön, 14 Telegramm. 14? Ja. Und 12 sind schon hier. Lauter Glückwünsche zur Verlobung. Guten Morgen, Papst. Morgen. Gratuliere. Danke, Zenzi. Oh, ich bin ja so glücklich. Ja, ich auch. Das freut mich. Du wirst sehen, wie schnell du Großpapa bist. Was? Keine Angst. Im Augenblick brauchen wir uns keine Terminsorgen wegen der Einladungen zur Taufe zu machen. Aber für heute, zum Polterabend, da habe ich schon eine ganz lange Liste. Es wird wundervoll. Wenn du dich nur nicht täuschst. Also um 9.30 Uhr ist die Trauung, um 11 Uhr geht dein Flugzeug nach Venedig, der Direktor des Hotels Danieli schwört, du bekommst das schönste Appartement. Soweit wäre alles okay. Aber, wo steckt das Aber? Aber wenn du dich nicht bald beeilst, kommst du zu spät zu deinem Polterabend. Und du weißt, Frauen handeln nicht so gern. Und sag von Ilonka ist weit und breit keine Spur. Mm. Kein Dolch im Nachtgewande, kein Gift im Kaffee. Bitte mal den Kaffee nicht an die Wand. Ich meine den Teufel. Also kein Lebenszeichen. Das Lebenszeichen. Bitte nicht aufmachen! Doch, nicht. Doch, doch. Glaube mir, ist es besser, ich spreche jetzt mit ihr, als ich mach mir morgen bei der Hochzeit irgendeine Dummheit. Wo ist der Notausgang? Felix. Komm, mach auf, ja? Ich? Also los, sie wird dir schon nichts abbeißen. Also gut, wenn du deine Frau schon vor der Hochzeit zur Witwe machen willst, ich muss nicht überall dabei sein. Oh, Jan. Na, endlich! Ja.
Ilonka, ist das aber eine Überraschung. Freut mich, dass du dich freust. Ja, was ist das für ein zickender Schoßhund? Nicht anrühren, sonst zerreißt er dich. Sein Großvater war noch ein Wolf. Ja, genauso schaut er aus. Aber bitte, willst du dich nicht setzen? Das war wahnsinnig viel zu tun, aber bitte. Aber ich halte dich nicht lange auf. Wir haben eben über dich gesprochen, Felix und ich. Reizen. Ja, aber nur Gutes, nur Gutes. Wir haben festgestellt, dass du ein feiner Kerl bist. Ich bin ein feiner Kerl, ja. Weißt du mal, ich weiß, dass gegen Liebe kein Kraut gewachsen ist. Und du liebst sie doch nicht, wahr? Ja. So sehr, dass du ihretwegen deinen Beruf aufgeben wirst. Aber ich wollte nie etwas anderes werden als Arzt. Warum bist du denn nicht Arzt geblieben? Ja, das ist wieder eine sehr komische Geschichte. Die habe ich noch nie jemandem erzählt. Ich kann den Geruch von Äther nicht vertragen. Bitte? Ja, immer wenn ich operieren wollte und der Patient mit Äther eingeschläfert wurde, bin ich eingeschlafen. Und jetzt stört dich Äthergeruch nicht mehr? Oh, ich bin genauso empfindlich wie früher. Interessant. Nur er wird heute nicht mehr mit Äther narkotisiert, sondern mit anderen, mit geruchlosen Mitteln, weißt du? Ach so, ja. Feuer bitte. Feuer. Mhm. Sehr. Ja, sehr. Danke. Ich finde es entzückend, dass du... Bitte? Dass du so großzügig bist. Ja, ja, ja. Ich bin sehr großzügig. Vorausgesetzt natürlich, dass du dich an unsere getroffene Vereinbarung hältst. Aber, hör mal, ein Mann, ein... Bitte, was für eine Vereinbarung? Na, wir haben doch ausgemacht, wenn einmal der Tag kommt, wo wir auseinandergehen, da sagen wir uns adieu bei einem kleinen Abschiedssouper. Wir trinken ein Glas Champagner, geben uns einen Abschiedguss und dann ist alles okay. Ja, aber ich bitte dich, Ilonka, das haben wir doch vor zig Jahren besprochen. Du hältst dein Wort nicht. Oh, nein, bleib so, viel besser. So. Nimm vielleicht die war etwas billiger. Du willst also nicht. Aber ich bitte dich, von wollen kann überhaupt keine Rede sein. Ich kann nicht. Es ist zu spät. Nichts ist zu spät. Deine Hochzeit ist erst morgen. Daher können wir heute noch wunderschön soupieren. Nein, können wir nicht wunderschön soupieren, weil heute ist mein Polterabend. Also bitte reiz mich nicht, sonst werde ich wieder Furia. Schnuckeleinchen, ich habe doch in deinem Namen für 9 Uhr im Ritz das kleine Separé reservieren lassen. Ja, es geht aber nicht. Es muss gehen. Ich gebe dir Zeit zu überlegen. Ja, bitte, ein paar Jahre, wenn's. Nein. 10 Minuten rufe ich dich an und dann wirst du mir sagen, ja oder nein? Ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich nein sagen werde. Wer weiß, vielleicht sagst du doch ja. Papa, mein Pipilipi. Moment, du hast deinen Wolf vergessen. Den lasse ich da, damit du nicht davonläufst. Am besten setzt du dich ganz still hin, denn er ist sehr scharf. Und wenn er dich beißen will, sing ihm was Schönes. Das hat er gern. So ein Mistviech. So ein Mistviech, du bist auch ein Mistviech. Ich weiß schon, was ich mache. Ich rufe das Überfallskommando oder die oder die Feuerwehr. Oder die Feuerwehr. Oder die Feuerwehr. Wer singt? Wer spricht? Ich bin's, Regine. Wo bleibst du? Denn die ersten Gäste werden gleich kommen. Oh, liebste Haare aus, ich bin jetzt noch zu Haus. Ich eile schnell zu dir, ich weiß, nur noch nicht wie. Warum singst du denn fortwährend? Hast du etwa getrunken? Ich singe. Sing mit mir, spiel mit mir. Regine, ich bin gleich bei dir. So, jetzt habe ich die Nase. Wer singt so spät durch Nacht und Wind? Na, bist du um 9 im Ritz? Ja oder nein? Nein. Gehst du weg, du Mistviech? Mistviech! Ja, ja, ja. Um 9 Uhr bin ich da. Ja, das dachte ich mir. Na, dann gib den Hörer mal dem Hund. Tasso, kusch! Was kann sie ihm nur gesagt haben? Du hättest dir überlegt und kennst gar nicht. Aber Regine, wenn ich könnte, wie ich wollte, wäre ich schon vor 2 Stunden gekommen. Diese 2 Stunden, da war der Hund drin. Wieso denn? Nebensache, du bist da, ich bin da und ich verlasse dich nicht. Das heißt, Moment, da ist Felix, ich muss ihn nur etwas fragen. Felix, nun, wie ging's mit Ilonka? Ist wenigstens das Zahnputzglas ganz geblieben? Was hat sie eigentlich wollen von dir? Sie will mit mir soupieren. Im Ritz. Wann? Heute Abend um 9. Und was hast du dir geantwortet? Dass ich komme. Bist du wahnsinnig? Du kannst ja nicht mit einem Po, ich meine, du kannst ja nicht mit einer poltern und mit der anderen soupieren. Natürlich kann ich das, sowas Dummes. Und du musst mir dabei helfen. Ich? Wieso ich? Ist doch ganz einfach, Felix. Du musst nur die Ilonka machen. Ist doch klar. Ja, das heißt eigentlich nein. Dann wird's zuckt, ja. Ui, Uli, du, Uli. Papa hat mir soeben gesagt, du gefällst ihm von Minute zu Minute besser. Du mir auch? Ich meine, Papa mir auch. Aber wieso? Hm? Weil er weiß, dass du wieder Arzt werden willst. Und darauf wollen wir einen heben. Ich meine, anstoßen. Ach so. Ah, Kinder, da mache ich auch mit. Na, wie fühlt ihr euch? Wunschlos glücklich. Ja, das freut mich.
Aber ich hoffe, wenn ich meiner Tochter in Zukunft diese Frage stelle, dass ich immer die gleiche Antwort höre. Ich glaube schon. Papa. Na. Ich bitte vielmals um Entschuldigung, wenn ich störe. Bitte. Rom ist schon wieder am Apparat, die gleiche Filmgesellschaft, die ich gestern so dringend sprechen wollte. Da haben Sie denn nicht gesagt, dass Uli heute nicht zu sprechen? Hast du das nicht gesagt? Habe ich gesagt, aber die Leute behaupten, es wäre unaufschieblich. Und hast du nicht gesagt, dass es den Schauspieler Hansler heute nicht mehr gibt? Habe ich auch gesagt, aber bitte, wenn du schreibst. Felix. Du scheinst nämlich zu vergessen, dass wir noch einen alten Vertrag für einen Millionenfilm haben, mit dem Titel Höchste Zeit. Das ist Höchste Zeit. Ich habe... Muss das ausgerechnet jetzt sein? Phil? Uli, die Leute können doch nicht wissen, dass heute unser Polterabend ist. Hast du wieder recht. Ein Millionenfilm kannst du doch nicht auslassen. Ja, also, wenn ihr alle meint, dann gehe ich, nicht? Wiedersehen. Wo ist denn das Telefon? Hier, bitte, schnell. Danke. Das nenne ich aber Pünktlichkeit. Na, hör mal, wenn ich was verspreche. Wie lange hast du für mich Zeit? Solange du willst. Für einige Jahre oder wenigstens für einige Monate? Ja, heute Abend habe ich für dich Zeit. Abends ist schon vorbei. Du meinst heute Nacht? Ja, heute Nacht, bitte. Ich hoffe, es ist so, wie Sie es gewünscht haben. Wieso? Ach so, ja, alles, wie ich es gewünscht habe. Was wünschst du für den Aperitif? Portwein mit etwas Paprika. Portwein mit etwas Paprika. Mir bitte ohne etwas Paprika. Darf ich gleich servieren, bitte? Was heißt gleich? Rasch, rasch. Warum rasch, rasch? Aber warum rasch, rasch? Langsam, langsam. Wir haben ja Zeit. Hallo? Ist dort das Ritz? Ja? Hier ist das Fernabend. Eine Voranmeldung aus Hollywood für Herrn Hansen. Jawohl, Herr Hansen muss... Herr Hansen muss bei Ihnen sein. Im Separé. Bitte? Danke. Verzeihung, Herr Hansen. Hollywood ist am Telefon. Endlich. Hollywood? Jawohl. Woher weiß man, dass du hier bist? Ja, woher weiß man? Der Einzige, der es weiß, ist Felix. Den bringe ich um. Dabei habe ich ihm ausdrücklich gesagt, dass ich hier für niemanden zu sprechen bin. Es tut mir schrecklich leid, aber bin ich gleich wieder da? Nicht gleich, etwas schneller. Ja, wo ist das Telefon? Bitte gleich links. Geh! Ja, bitte? Haben Sie Uli nicht gesehen? Ja, ich weiß nicht. Eben war er doch da. Wo denn? Da eben wo? Ah, da ist er ja. Tatsächlich. Uli! Oh, mein Schatz, ich suche dich schon im ganzen Haus. Soll ich dich doch auch? Die Leute wollen ja schon tanzen. Na und? Und? Warum tun sie es nicht? Weil wir als Brautpaar den Tanz eröffnen müssen. Den Leuten kann geholfen werden. Komm, mein Schatz. So, eine kleine Karte. So stell ich mir die Liebe vor, ich bin nicht mehr allein, denn jemand flüstert mir zärtlich ins Ohr, heut wirst du glücklich sein. Und leise singt ein Engelchor dazu die Melodie. So stell ich mir die Liebe vor in meiner Fantasie. Ein Zimmer, das verschwiegen ist, ein stimmungsvoller Raum, wo man die ganze Welt vergisst bei einem Liebestraum. Zuerst verlischt das große Licht, dann kann man nichts mehr sehen und dann... Darüber spricht man nicht, denn es ist viel zu schön. Denn jemand flüstert mir zärtlich ins Ohr, heut wirst du glücklich sein. Und leise singt ein Engelchor dazu die Melodie. So stell ich mir die Liebe vor in meinem
Sagen Sie, telefoniert Herr Hansen immer noch? Verzeihung, ich kenne Herrn Hansen nicht. Wieso nicht? Ich bin hier neu. Sie haben doch gesehen, mit wem ich hier soupiere. Nein. Also dann sagen Sie dem Herrn, der draußen telefoniert, ich möchte nicht den ganzen Abend hier allein sitzen. Bitte. Aber Liebe, aber Herzchen, aber Schätzchen, was soll ich denn nun mit dem angebrochenen Abend anfangen? Na hör mal, ich kann doch nicht im Frack ins Kino gehen. Glauben die Leute womöglich, ich bin Jules Brynner? Nein, das geht nicht. Außerdem hatte ich mir den Abend ganz anders vorgestellt als nur einen Kinobesuch. Verzeihung, mein Herr, die Dame im Separé ist bereits ungeduldig. Was ist los? Wer ist ungeduldig? Die Dame im Separé. Ich soll Ihnen dann sagen, sie will nicht den ganzen Abend allein sitzen. Sie wartet auf Sie. Auf mich? Ja. Wie sieht sie aus? Mir gefällt sie. So, Moment. Entschuldige, mein Schatz. Kommen Sie. Bitte. Aber das ist doch die... Und sie wartet auf mich? Ja. Und... Schätzchen, hör mal zu, ich gehe doch ins Kino. Ja, ja, tu ja immer, was du sagst, nicht wahr? Ich rufe dich nachher an. Wiedersehen, mein Pumpelchen. Küsschen. Dann lies mich los. Da bin ich, schönste Frau. Oh, ich kann gar nicht sagen, wie ich mich freue, Sie endlich kennenzulernen. Und bei dieser Gelegenheit... Sagen Sie mir erst, wer Sie sind. Oh, Verzeihung, das habe ich ganz vergessen. Mein Name ist Säuerling, Gustav Säuerling. Und ich bin der Erzeuger der berühmten Säuerling, Frau Linnés. Oh, ich habe ihn bereits dreimal Säuerling-Süßwaren ins Theater geschickt. Oh, die waren von Ihnen? Ja. Die haben scheußlich geschmeckt. Sehen Sie, ich wusste doch, dass wir den gleichen Geschmack haben. Mir schmecken sie auch nicht. Ja. Hm. Apropos schmecken, ich habe einen Hunger wie 14 hungrige Bären. Was, Sie wollen hier essen? Ja, Sie nicht. Aber ich soupiere hier mit Herrn Hansen. Was denn? Herr Hansen kommt auch. Er kommt nicht auch. Er ist schon da. Er ist nur zum Telefon gegangen. Verzeihung, da muss er zum Telefon gefahren sein. Denn wie ich ins Hotel kam, ist er gerade mit seinem Auto davongerast. Was? Er ist weggefahren? Ja, wie ein Blitz. Oh, er pendelt. Von ihr zu mir, von mir zu ihr. Jetzt geht mir ein Licht auf. Mir auch. Darf ich mich empfehlen, gnädigste Frau? Moment! Bitte? Sagen Sie, diese große Bonbonfabrik in Chur, gehört die Ihnen? Das ist nur eine von meinen Fabriken. Die anderen befinden sich in Zürich und in Luzern. Auf Wiedersehen. Moment! Laufen Sie nicht immer davon, das macht mich nervös. Vielleicht sind Sie wirklich der Mann, auf den ich gewartet habe. Oh, dann stehe ich selbstverständlich ganz Ihrer Verfügung, Madame. Wann Sie wollen, wie Sie wollen, wo Sie wollen. Setzen Sie sich. Servieren Sie. Madame, Sie sind ein Engel. Essen Sie. Ja. Verzeihung. Aber Rom ist schon wieder am Apparat. Schon wieder? Wieso schon wieder? Ah ja, wir sind vorhin unterbrochen worden. Ja. Aber hättest du nicht sagen können, dass ich nicht hier bin oder so? Ja, so geistesgegenwärtig war ich allerdings nicht. Außerdem dachte ich, es sei wichtig. Schließlich handelt es sich um den Film Höchste Zeit. Ja, Tina, lieb, ich bin gleich wieder da. Bitte, Uli. Na, bitte. Wir gehen schon wieder allein? Ja, er muss schon wieder telefonieren. Regine, noch ist es Zeit. Noch kannst du Nein sagen. Aber Papa, nur weil er uns am Polterabend zwei Ferngespräche führt, nein. Uli wird der treueste aller Ehemänner, das weiß ich. Und bei dieser Gelegenheit eine indiskrete Frage. Wieso soupieren Sie eigentlich mit Herrn Hansen? Herr Hansen heiratet doch morgen, soviel ich weiß. Das ist noch nicht so sicher. So, in der Zeitung steht aber, die Hochzeit von Herrn Hansen findet morgen 9.30 Uhr statt. Das ist ja alles nicht so wichtig. Die Hauptsache ist, dass ich Ihnen endlich sagen kann... Sagen Sie es mir morgen, nach seiner Hochzeit. Das heißt, wenn diese Hochzeit stattfindet. Das verstehe ich nicht. Wieso hängt das mit der Hochzeit von Herrn Hansen zusammen? Ich wollte Ihnen doch bloß mein Herz aufschütten und bei dieser Gelegenheit... Wollten Sie nicht telefonieren? Ach ja, richtig. Bitte um Verzeihung. Aber bleiben Sie nicht so lange am Telefon, Herr Sauerdings. Säuerling, wenn ich bitten darf. Ich meine nicht so lange wie Herr Hansen. Im Gegenteil. Ich fliege hin und ich fliege zurück. Oh, danke. Ui. Oh, so. Ui, ui, sie kommt, sie kommt. Nein, nein, aber meine Damen, bitte, Klaus, geht wirklich nicht mehr. Ein andermal gerne, aber heute ganz ausgeschlossen. Bitte, Klaus, auch bei Ihnen, so leid es mir tut, ich kann keine Ausnahme machen. Auch bei Ihnen, Putziger. Was spielst du für ein Affentheater? Affentheater? Ich kann mich gar nicht wehren, alle wollen mit mir tanzen. Ich denke, du telefonierst mit Hollywood. Da habe ich auch. Und in der Telefonzelle hat es geregnet. Ja, da war oben ein... Du warst bei ihr. Du hast dir so einen Pendelplan ausgedacht. Aber bitte, Klaus. Ich habe mir auch was ausgedacht. Ich hab mir einen Stundenplan, der lieber ausgedacht ist der. Fängt früh um 7 an und geht bis in die Nacht. Der geht bis in die Nacht. Denn nachts gibst du auf jeden Fall mir stündlich einen Kuss Wein. Ich das unbedingt nun mal zum Schlafen haben muss. Zum Schlafen haben muss. Zwischendurch, da will sie dann, wenn es geht von mir noch mehr. Ja. Doch, das steht nicht drin im Plan. Und passt doch nicht hierher.
Ganze ist kein Ehrenmann und keine Theorie. Du stehst auf einem Stundenplan, ihr Matlos vis-à-vis. Ich als gute Hausfrau teil mir alles ein. Eier, Speck und Schinken. Das muss ja wohl so sein. Ja, doch bei mir wird Liebe gleichfalls rationiert. Was wird darüber etwa Buch geführt? Ja! Ich hab mir einen Stundenplan der Liebe ausgedacht. Zwischendurch, da will sie dann. Wenn es geht von dir noch mehr. Doch das steht nicht drin im Plan. Und passt und passt und passt und passt und passt, das klingt hierher. Das Ganze ist kein Ehrenmann und keine Theorie. Du stehst auf einem Stundenplan, ihr machtlos. Machtlos, machtlos vis-à-vis. Du lügst also an unserem letzten Abend. Aber Ilonka, kannst du denn nicht verstehen, dass ich mich wenigstens für einen Augenblick auf meinem Folterabend zeigen musste? Gut, ich verstehe. Sehr lieb. Aber jetzt bleibst du bei mir. Also einmal muss ich noch hin. Nein, du bleibst hier. Solange ich will. Aber einmal, ja? Regine wird mir doch nie im Leben glauben, dass zwischen dir und mir... Du sei schweig! Gib mir lieber Champagner. Mit einem Schuss Paprika? Nein, mit einem Schuss Tokaje. Mit einem Schuss Tokaje. Sag mal, findest du nicht, dass es hier plötzlich nach Äther riecht? Wie soll es hier nach Äther riechen? Ich glaube, das sagst du nur, weil du wieder fort willst. Nein, 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 ich könnte schwören, dass es riecht genau. Das ist Äther. Komm, Liebling, riech ein bisschen an meinem Taschentuch, ja, damit du bekommst einen anderen Geruch in die Nase. Ja, danke. Bitte. Du willst mich narkotisieren? Ja, mein Schnuckipucki. Ich könnte dich erwürgen, du Falsche. Du falsche So, da bin ich wieder. Ach, Herr Hans ist da auch schon da. Was hat er denn? Ist ihm schlecht? Aber nein, Sie sehen ja. Er lächelt doch. Warum macht er nicht immer? Er spielt Eisenbahn. Wie drollig. Sagen Sie mal, riecht es hier nicht furchtbar nach Äther? Ach, bitte rufen Sie diese Nummer an. Ja, ich bin nämlich gegen Äther sehr empfindlich. Wieso? Sie auch? Ja, wieso auch? Hören Sie, lassen Sie Fräulein Rüdes an den Apparat kommen und sagen Sie ihr, sie soll ihren Bräutigam hier in Hotel Ritz abholen. Ach, wenn ich noch zum Telefon komme, ich brauche nämlich nur Äther zu riechen und schon... Ich werde dich erwürgen. Schlaf, Kindchen, schlaf, du bist ein kleines Schaf. Wo soll ich ihn abholen? Im Ritz? Hallo, bitte sagen Sie mir das alles noch einmal, ja? Ausgeschlossen. Ich bin ja froh, dass ich es einmal herausgebracht habe. Also bitte kommen Sie gleich und holen Sie ihn ab. Ich, ja... Bill? Ja, bitte? Wussten Sie, dass Uli ins Ritz gefahren ist? Ja, ich glaube, er hat so etwas gesagt. Vielleicht sind die Leute von der Lloyd-Film hier und wollen noch einmal mit ihm sprechen. Ich werde hinfahren. Warten Sie, ich komme nicht. Nein, das geht nicht. Warum nicht? Ich habe doch wohl noch ein Recht zu erfahren, dass mein Bräutigam einen Tag vor der Hochzeit im Ritz macht. Ja. Herein. Bitte, treten Sie ein. Uli? Er hört Sie nicht. Er hat so einen festen Schlaf. Schauen Sie, man kann ihn zwicken. Er wird nicht wach. Was haben Sie mit ihm gemacht? Nichts Schlimmes. Er wimmert nur ein bisschen. Sicher träumt er was Schönes von mir. Ach, aber Sie sehen so blass aus. Möchten Sie eine kleine Erfrischung? Ich möchte eine Erklärung, wieso mein Bräutigam hierher kommt. Er wollte mit mir soupieren. Und er hat ein bisschen viel getrunken. Und außerdem wollte ich Ihnen beweisen, dass ich mir einen Mann nicht nehmen lasse. Aber ich schenke Ihnen den Uli zur Hochzeit. Nehmen Sie ihn mit nach Hause und werden Sie glücklich mit ihm. Aber ich mache Sie aufmerksam. Ich bin sehr unberechenbar. Wem sagst du das? Du sei schweig. Vielleicht tut es mir morgen schon leid, dass ich ihn Ihnen geschenkt habe. Na, mach nichts. Dann hole ich ihn mir wieder. Au revoir. Einen Moment, einen Moment. Du hast deinen Eisbären vergessen. Danke. So eine Gulaschkanone. Uli. Ah. Das sind die Männer von heute. Ah.
Ilonka Davaros. Frau Ilonka Davaros. Röders, was kann ich für Sie tun, gnädige Frau? Nichts brauchen Sie mehr zu tun. Habe ich alles selbst getan. Hochzeit findet nicht statt. Doch, doch, findet statt. Ich habe mich damit abgefunden, dass meine Tochter Herrn Hansen heiratet. Ja, Sie sind glücklich. Sie fliegen ja morgen bereits nach Venedig. Ja, jedenfalls besten Dank für Ihre Bemühungen. Leben Sie wohl. Moment mal, Direktorchen. Sie werden doch nicht glauben, dass ich so einfach aufgebe. Hallo, hören Sie mich? Sie werden von mir hören. Nun gerade. Wo bin ich? Noch im Ritz, aber morgen schon in Venedig. Wir verreisen, kommen Sie. Na, reißen Sie sich zusammen. Ich habe nie gewusst, dass in einem einzelnen Menschen so viel Luft drin ist. Hier riecht's nach Äther. Vielleicht hat sie ihn doch vergiftet. Aber das wäre doch völlig unzweckmäßig. Wenn zum Beispiel Ilonka sie vergiftet hätte, bitte, das hätte ich verstanden. Aber was machen wir denn jetzt mit ihm? Also, ich bin völlig überfragt. Also, ich muss jedenfalls zu unserer Folterabendgesellschaft zurück. Ich werde den Gästen erzählen, dass mein Bräutigam noch immer geschäftlich verhandelt. Vielleicht glauben Sie es mir. Aber wie soll ich ihn denn Bach zaubern? Ich bin ja kein Medizinmann. Egal wie, um 9.30 Uhr früh muss er zu unserer Trauung auf dem Standesamt sein. Komme ich mit zwei Trägern? Naja, am besten ist es, ich nehme gleich hier im Hotel ein Zimmer für ihn zur Ausnüchterung und Sie telefonieren bitte mit seiner Wohnung, dass man den Anzug für die Trauung gleich hierher schickt. Uli! Aufwachen! Aufwachen! Uli! Was gilt es? Die Rechnung. Wieso? Bestellt hat Herr Hansen, gegessen Herr Säuling. Bezahlen wollen Sie? Ja, ja, ich lebe nämlich eh. Und da bestellen Sie für Herrn Hansen ein Zimmer, aber machen Sie rasch. Und Sie stehen bitte hier nicht herum, sondern helfen mir lieber, Herrn Hansen wach zu kriegen. Nehmen Sie diese Sodawasserflasche hier. Und wenn ich kommandiere jetzt, dann spritzen Sie Herrn Hansen ins Gesicht. So, jawohl, sag ich. Sind Sie bereit? Ich bin es. Jetzt? Ja, aber was treiben Sie denn? Das war nur ein Missgeschick. Darf ich noch mal spielen? Also passen Sie auf. Jetzt? Ja, was ist denn das? Ja, um Gott, Sie kommandieren immer zu früh. Nein, Sie spritzen zu spät. Für Herrn Hansen ist das Zimmer 36 reserviert. Ja, danke, helfen Sie gleich mit. Wir tragen jetzt Herrn Hansen mit vereinten Kräften auf sein Zimmer und stecken ihn in ein kaltes Bad und beschaffen Sie etwas Eis. Eis, ja. Das Eis bitte. Ja, schnell. Danke. So. Au, was treiben Sie denn? So, bitte. Ja. Das sind Zwiebeln. Ich gab die Mutter immer den Vater zum Riechen, wenn er ohnmächtig wurde. Ja, wann wurde Ihr Vater denn ohnmächtig? An meiner Geburt, als er mich zum ersten Mal sah. Das kann ich Ihnen nachfühlen. Wie? So, mein Junge. Oh, Gott. Ja, was ist denn? Da. Hallo? Hier bei Hansen. Ja, was ist denn passiert, Felix? Warum weinen Sie? Und dann ist ja alles gut. Nun ziehen Sie ihn schon endlich aus der Badewanne. In einer knappen Stunde ist die Trauung. Er wird wach. Das erste Lebenszeichen. Er ist eingefroren. Liebling, du bist so kühl zu mir. Ja, jetzt hör auf zu träumen. Wir müssen ihn heraushacken. Haben Sie einen Eispickel? Wir sind ein vornehmes Hotel. Natürlich haben wir welche. Ja, zweimal Eispickel, bitte. Hm? Wer schnarcht hier? Niemand schnarcht hier. Uli, du knarrst. Hm? Bitte schön. Höchste Zeit. Höchste Zeit? Muss ich jetzt zu Regine oder zu Ilonka? Ja, aber weder noch. Du musst zu deiner Hochzeit. Hm? Was ist? Was ist denn? Ich habe zwar in Anbetracht der prominenten Persönlichkeit des Bräutigams eine längere Rede vorgehabt, aber ich glaube, es ist besser, wir gehen gleich zur Amtshandlung über. Herr Dr. Ulrich Hansen, ist es Ihr freier Wille, Fräulein Regine Röders zu ehelichen? Dann sprechen Sie ein lautes und vernehmliches Ja. Klar. Nicht klar, ja. Ja, klar. Und Sie, Fräulein Regine Röders, ist es Ihr freier Wille, Herrn Dr. Ulrich Hansen zu ehelichen? Dann sprechen Sie ein lautes und vernehmliches Ja. Ja. Dann erkläre ich die Ehe für geschlossen. Ich bitte das Brautpaar, die Ringe zu wechseln. Somit erkläre ich die Amtshandlung für geschlossen. Bitte danke.
Und nun, mein Junge, noch ein Wort von Mann zu Mann. Mach sie glücklich. Aber vor allem erspare ihr jede Aufregung. Du kannst dich auf mich verlassen, Schwerpapa. Hm? Du wirst sehen, mein Schatz. Wenn wir erst einmal in Venedig sind, dann sieht die Welt ganz anders aus. Lieber Uli, bilde dir nur ja nicht ein, dass die letzten 24 Stunden spurlos an mir vorbeigegangen sind. Ich habe dich durchschaut. Bitte, warum hast du mich dann soeben geheiratet? Hm? Weil ich Papa, der mich immer vor dir warnte, nicht schon vor der Hochzeit den Triumph lassen wollte, dass er recht behält. Was hast du beschlossen? Willst du dich scheiden lassen? Damit Papa und meine Freundin mich auslachen? Ich denke nicht daran. Das ist doch alles die schönste Ordnung. Ja, wie wir das nehmen. Jeder geht seine Wege. Du deine, ich meine. Also mit einem Wort, wir fahren einer herrlichen Zukunft entgegen. Bella Venezia, ist nicht eine herrliche Stadt? Mhm. Und was das Sympathischste an ihr ist, überall Liebespaare. Amore, amore. Sag mal, Gina, macht das auf dich gar keinen Eindruck? Nicht den geringsten. Oh, Verzeihung, Frau Hansen. Mein Herz schlägt schon schneller, oh Mortadella, Bella, oh Bella, Venezia. Mittels Propeller kommt man heut schneller nach Bella, Bella, Venezia. Doch suchst du Amore, fremder Signore, nimm dich am Abend in Acht. Gondolieri, Cavalieri, stehen im Dunkel auf Wacht. Trink Chianti, dann avanti, solo nach Haus heut Nacht. Gondoliere, Cavaliere, schau nicht immer fort ins Leere. Schau doch mich an, mia cara. Schau nicht immer nach dem Fahrer. Gitarren erklingen, Lieder besingen, Bella, oh Bella, Venezia. Die alten Paläste, strahlende Feste, Bella, oh Bella, Venezia. Man trinkt Cappuccino, feurigen Vino, findet den Markusplatz schön. Und das Auto ist vergessen, das blieb irgendwo stehen. Nach Venedig müssten alle verliebten Leute gehen. No, 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 attenzione, ich wohne nicht hier, sondern in Danieli. Capisco, spaghetti, io? Nix, Danieli, Paradiso. Hat er mir der Mr. Hoyergut? Hat das Herr Säuling bestellt? Sie, sie, Signora. Endlich, gnädigste Frau. Ich habe schon so auf Sie gewartet. Sie machen mich zum glücklichsten Menschen der Welt. Nicht Sie sollen Sie glücklich machen, sondern mich. Schon meinen ersten Wunsch haben Sie nicht erfüllt. Ich wollte nicht hier ein Apartment, sondern in Danieli. Ja, was soll ich tun, schönste Frau, wenn alles besetzt ist? Was mir dem Säuerling nicht gelingt, würde dem Kaiser von China auch nicht gelingen. Was geht mich der Kaiser von China an? Hätten Sie meinen Namen genannt? Das habe ich ja getan. Und darauf hat der Portier gesagt, ah. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, ah, ja, da müssen wir selbstverständlich das Apartment frei machen. Na also, dann ist ja alles in Ordnung. Ja, aber erst morgen. Heute müssen wir noch in Paradiso schlafen. Kommen Sie, schöne Frau. Wir sehen uns jetzt die Zimmer an. Und bei der Gelegenheit... Können Sie es ruhig stehen lassen. Danke. Einen Moment, schnell ein schönes Foto von dem glücklichen Paar vor der Hochzeitsnacht. Darf ich bitten, Frau Hansen? Danke, und morgen mache ich dann eins nach der Hochzeitsnacht. Ja, fein. Also, mein Schatz, wo soll's hingehen? Mach dir keine Illusionen, jeder geht seiner Wege. Och, Gina. Aber das Glück, zufällig haben wir denselben Weg. Du musst mir unbedingt ein paar Schuhe kaufen. Aber kauf ich dir. Na, wie gefällt Ihnen mein neues Kostüm? Also, ich finde keine Worte. Na, mach nichts. Dann bewundern Sie mich stumm. Och, das tue ich doch sowieso. Ich weiß nicht, ich fühle mich angesichts dieser Romantik hier so romantisch. Darf ich hoffen, dass Sie mit mir hier heute Abend ein Glas Champagner trinken? Wir könnten dann auf den Balkon gehen und die Sterne zählen. Ja. Und bei der Gelegenheit. Und bei der Gelegenheit, sagen Sie mir, was ist denn diese kleine Paketchen? Auch, das ist nur eine kleine Aufmerksamkeit zu Ihrer Ankunft in Venedig. Ach. Ja, ja. Diesmal keine Schokolade. Ich bin aber neugierig. Oh.
säuerlich. Das nennen Sie kleine Aufmerksamkeit? Im Vergleich zu der Freude, die Sie mir bereitet haben, mit Ihnen diese Reise machen zu dürfen, ist es winzig klein. Ich wollte es Ihnen allerdings erst heute Abend überreichen und persönlich anlegen. Und bei der Gelegenheit... Ja, legen Sie es an. Gern. Nein, ich blitzere, wie wir... weiß nicht, wie es heißt, aber so blitzere ich. Ja, schön. Und jetzt gehen wir zum Pfeifoklakte. Zum Pfeifoklakte, wie schön. Wann beginnt denn der? Um 6. Ah, da steht noch ein Tisch frei. Den nehmen wir auch. Aber erst gehen wir einmal rundherum, damit die Frauen von Neid platzen, wenn sie sehen, wie ich blitzere. Die Mensch. Ach, Säuerling, wenn ich Ihr kleines Geschenk betrachte, ich glaube, ich könnte mich sehr an Sie gewöhnen. Tanzen Sie? Ja, natürlich. Ich tanze ja Tag und Nacht. Da kommen Sie. Was wollen Sie? Du bist ja noch gar nicht angezogen. Gib acht, meine Nägel sind noch feucht. Ja, ja, aber zum Glück hast du ja noch ein paar Stellen, die ich gerne küssen möchte. Bitte mach mir ein Aperitif, ja? Ein Aperitif? In Ordnung. So, und jetzt wollen wir einmal Programm machen. Weißt du, wo ich dich heute hinführen werde? Hm? In ein kleines, aber entzückendes italienisches Restaurant, wo man fantastisch isst und du, wo man einen Chianti bekommt. Ich sag dir, einen Chianti, zum Verrücktwerden. Darf man fragen, wie viele Frauen du mit diesem Chianti schon verrückt gemacht hast? Gina, sei doch kein Kind. Schau, wir zwei haben uns doch geheiratet, weil wir uns lieben. Zumindest ich habe dich geheiratet, weil ich dich liebe. Und zwar wie noch nie eine Frau zuvor. Das hast du sicher dieser Ilonka auch schon gesagt. Nein? Also bitte, es ist möglich, dass ich es ihr gesagt habe, aber da habe ich dich noch nicht gekannt. Es ist auch ohne weiteres möglich, dass ich es auch zu anderen Frauen gesagt habe, aber da habe ich die Ilonka noch nicht gekannt. Aber jetzt kenne ich euch alle und jetzt sage ich es nur zu einer einzigen. Das bist du. Und bitte, jetzt gib mir Ruhe und mach mich nicht nervös. Wovon haben wir eigentlich gesprochen? Von deiner Erfahrung mit Frauen. Gina, jetzt hör mal auf. Ich bin nicht nach Venedig gekommen, um mich zu langweilen. Ich habe mich in Venedig noch nie gelangweilt. Davon bin ich überzeugt. Und in meiner Hochzeitsnacht will ich mich schon gar nicht langweilen. Wenn du schlechte Laune hast, dann geh bitte schlafen, oder? Oder? Geh allein aus, ich will mich auch allein amüsieren. Bitte, lass dich nur nicht aufhalten, das entspricht ja ganz meinem Vorschlag. Jeder geht seiner Wege. Gina, schau das mal. Na, jetzt ist zu. Gina. Komm, mach doch auf. Gina, bitte treib es nicht auf die Spitze. Schau, ich weiß doch, dass du mich liebst, so wie ich dich liebe. Na komm, sei doch kein Dickkopf. Weißt du was? Ich zähle jetzt bis 3 und dann kommst du. Also ich beginne jetzt zu zählen. 1, 2, 3/2, 3/3. Wird sich nicht kommen. 3! Regine, ich gehe jetzt wirklich. Uli, wohin? Ich schlafe heute Nacht im Hotel Paradiso. Paradiso? Mit wem? Ich meine mit deiner Frau? Na, aber du kannst dir sagen, wenn sie mich morgen früh anrufen will, nicht vor 10 Uhr. Ja, aber was ist denn passiert? Felix, schau noch mal rauf zu Gina. Sie spricht doch kein Wort Italienisch. Ja. Vielleicht will sie mit dir essen gehen. Mit mir? Mach's gut. Mach's gut. Immer die Kleinen. Uli! Uli, du, ich hab's mir überlegt.
Gehen wir nicht aus. Essen wir auf dem Zimmer und machen wir es uns gemütlich. Uli! Säuerlich. Ja, bitte? Mein Glas ist schon wieder leer. Entschuldigen Sie. Lassen Sie, das mag ich schon selbst. Entschuldigen Sie bitte, ich glaube, ich habe heute beim Tanzen falschen Schritt gemacht. Eine? Oh. Ach, Sie haben getanzt wie ein Twang. Ja. Da. Und was Sie haben, ist nichts anderes als, wie heißt das, na, Hexenschießerei. Das geht vorbei. Ach, Sie sind ein Engel. Mit kleinen Fehlern. Ich habe mir die Reise nach Venedig allerdings ganz anders vorgestellt. Trösten Sie sich. Was nicht ist, kann noch werden. Wirklich? Ach, Säuerleinchen, ich glaube, ich werde mich noch sehr an Sie gewöhnen. Ja. Was? Nicht vor 10 Uhr soll ich anrufen? Ja. Und er schläft im Paradiso? Ja. Ist er denn total verrückt geworden? Ja, das heißt nein. Das sagen Sie doch auch einmal etwas. Ja. Aber das haben Sie schon dreimal gesagt. Nein, viermal. Also wenn ich an Ihrer Stelle wäre, ich würde nicht bis morgen früh warten. Ich würde mich sofort mit ihm versöhnen. Wenn Sie wollen, ich bringe Sie ins Paradiso. Ich kenne den Weg. Vielleicht haben Sie recht. Warten Sie 2 Minuten, ich bin sofort fertig. Niemand da? Hallo. Ist das Paradiso ausgestorben? Giancetti! Amico mio! Sì, 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 sì! Un momento! Vengo, vengo, vengo! Ihr Leib! Herr Dr. Hansner, so eine Überraschung! Giancetti, altes Haus, wie geht's denn? Ich danke der Nachfrage. Alles gesund? Alles gesund, ja. Haben Sie ein Zimmer für mich? Ja, wir sind zwar ausverkauft, aber für meine Freunde habe ich immer etwas... Herr Doktor, Zimmer Nummer 150. Ja, einen Moment, ich kann mir gleich... 150 ist zwar auch vergeben, aber das bekommen Sie. Das wäre ein wunderbares Doppelbett. Brauche ich nicht. Ich bin allein. Na, allein? Was ist denn geschehen? Ich bin auf Hochzeitsreise. Nein. Herr Doktor, wir haben geheiratet. Ja. Im Nachhinein meine herzlichste Gratulation. Danke. Schon lang? Heute beginnen meine Flitterwochen. Heute? Heute haben wir, Herr Doktor, die Hochzeitsnacht? Ja. Eine indiskrete Frage, bitte. Wo ist denn da die Frau Gemahlin? Im Hotel Danieli. Mein Gott. Haben die Herrschaften getrennte Hotels? Ja, aber bitte, Blanchetti, damit ja kein Missverständnis aufkommt, ich bin sehr glücklich verheiratet. Ja, ja. Bitte keine weiteren Fragen, ja? Ich frage nichts mehr. Sagen Sie mal, Blanchetti, ja? Sie haben doch da immer hinter dem Tisch eine Flasche gehabt, ne? Oder sind Sie Anti-Alkohol? Das ist... Na, aber Herr Doktor, bei dem Geschäft, was heute, da braucht man doch hin und da immer so ein bisschen Betäubungsmittel, ne? Ja. Bitte, Herr Doktor. So. Die gute Hausmarke. Ja. Herr Doktor? Ja? Na denn? Was denn? Ja, das haben doch der Herr Doktor immer gesagt, wenn Sie getrunken haben. Na denn? Na denn? Ja. Natürlich, Blanchetti, dass Sie sich noch daran erinnern können. Ja, hören Sie, Herr Doktor. Also dann, na denn? Na denn. Ah, ui, nicht schlecht, nicht schlecht. Nein, noch einmal na denn. Noch einmal bitte, Herr Doktor. So. Na? Denn? Herr Doktor? Ja. Sie gefallen mir eigentlich gar nicht. Ja, wie? Na, schauen Sie, Herr Doktor, in Ihrer Ehe stimmt etwas nicht. Ja, schauen Sie, Herr Doktor, ich kenne Sie ja. Sie sind ein so liebenswürdiger, so ein reizender Mensch. Da ist ganz bestimmt Ihre Frau Gemahlin dran. Sie, Giancetti? Entschuldigung, ich will da nicht unhöflich sein, aber Herr Doktor, Ihre Frau, die muss sich ganz bestimmt eine Beißzange. Giancetti, werden Sie nicht frivol. Ich liebe meine Frau. Ja, es gibt Männer, die lieben Beißzangen, aber Sie sind nicht der Typ. Giancetti, pst. Na denn? Bitte? Na denn? Na denn? Schauen Sie mal, mit Ihren Gläsern ist irgendwas nicht in Ordnung. Wieso, Herr Doktor? Die sind so klein. Haben Sie nicht eine Nummer größer? Hm? Habe ich jetzt auch. Zweiter Stock? Ja, haben wir, Herr Doktor, haben wir. Hm? So. Hm? Die sind richtig. Die sind richtig. Da, bitte, Herr Doktor. So. Na denn? Na denn? Ah, natürlich. Aus denen trinkt sich's ja wie geölt. Ja. Wie, noch einmal ölen. 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 Immer ölen, Piancetta. Immer ölen, ja. Immer ölen. Na denn? Na denn? Aber Herr Doktor, ja? Schöne Zeiten haben Sie schon bei uns hier verbracht. Sollen wir sagen, Ön. Herr Doktor, erinnern Sie sich noch an die kleine, an die Lotte? An, na denn? Na denn? An die Lotte? Ja. Natürlich, die Lotte. Na, die Lotte. Ja, die Lotte. Hm. Das war doch die Schlange mit dem Hund. Wie? Ich meine, die Schlanke mit dem Hund. Der immer, du mal. Nein, Herr Doktor, nein, Herr Doktor, ich meine die vom Reisebüro, die mit die durchgehenden Züge. Ach, die Lotte! Ja. Die immer gleich die richtigen Anschlüsse fand. Ja, ja. Das ja. Das war eine lustige Lotte. Die war genauso lustig wie die Rosen.
Ja, erinnern Sie sich noch an die Rose? No, Herr Doktor, schon nicht wissen. Sie hat doch eine Mutter mal gehabt hier. Sagen Sie mal, woher wissen Sie denn das? Von Herrn Doktor, Herr Doktor. Sag auch voll für aber eine. Aber eine Nummer größer. Nun, hab ich. Herr Doktor. Das ist es. Ja. Eine Nummer größer. Ja, schön. Na denn. Na denn? Na denn. Aber Sie sind nicht mehr so in Form. Doch. Nein, Gianchetti, Sie haben früher eine Höchstform gehabt. Sie müssen mehr ölen. Sie müssen Öl wechseln. Eine Nummer größer. No, no. Eine Nummer größer. Ja, ich hab mich täuschen, aber... Hinein. Da trifft man auch leichter hinein. Ja, ich... Na denn. Na denn. Ja, Gianchetti, erinnern Sie sich zufälligerweise noch an die zwei? Sissi. Nicht die Sissi, nicht die Sissi, die mit der Ähnlichkeit. Wissen Sie, die mit der enormen Ähnlichkeit. Also, no? Herr Doktor, meinen die... Sprechen Sie sich ruhig aus. Die zwei Schwestern. Ja, die zwei Schwingenschwestern. Wie? Die zwei... Ich krieg's noch. Die zwei Wir müssen ölen. Wir müssen ölen. Sie müssen ölen. Ölen wir. Die zwei Schwingenschwestern. Hm? Ja. Na denn. Na denn. Aber wir sind ausverkauft. Wir sind voll. Sagen Sie auch was. Wir sind voll. Wir sind vollkommen voll. Moment mal, das war vielleicht meine Frau. Natürlich, das war meine Gina. Bianchetti. Ja. Bianchetti, das ist sie jetzt. Ja, das ist, natürlich, ich kenne sie doch am Läuten. So läutet nur meine Frau. Ja. Sie müssen sich die Ohren zuhalten. Halt ich. Hallo Gina, bist... Oh, wir sind ausverkauft. Bitte sehr. Sie ruft nicht an! Sie ruft nicht an! Jetzt erkenne ich die Gegend. Hier muss es gleich irgendwo sein. Einen Augenblick. Lassen Sie mich schauen. Ja? Hier ist es nicht. Na, ich denke, Sie kennen den Weg. Ja, ich kenne ihn ja auch, aber die haben ja alles hier umgebaut. Und was das Blöde ist, überall Wasser. Also, dann gehen wir wieder zurück. Gehen wir zurück. Kann ich jetzt die Ohren aus den Fingern herausnehmen? Warum? Mich juckt. In den Ohren? Nein, in der Kehle. Mich auch. Wir haben dieselben Kehlen. Ja. Schwierigskehlen. Muss man ölen. Muss man ölen. Ja. Aber eine Nummer größer. Nummer größer. Hier. So. Die sind richtig. Ja. Na denn. Na denn. Erinnern Sie sich noch, Herr Doktor, wie verrückt diese Ilonka nach Ihnen war? Sie hören Sie auf mit der Ilonka, von der will ich nichts wissen. Ich weiß, sie ist eine Kanaille. Was heißt eine Kanaille Grande? Hey, Herr Doktor, wissen Sie jetzt, wo die Ilonka ist? Also hören Sie auf mit der Ilonka, wenn Sie nicht sofort aufhören, nehme ich Ihnen den Cognac. Nee, bitte nicht. Also ausnahmsweise verziehen. Aber das sind auch keine Gläser, aus denen kann man nicht trinken. Das sind Schrumpfgläser. Die werden immer kleiner, sie müssen... Eine Nummer größer, ne? Nummer größer, ja. Sie sind besser. Na denn? Die Ilonka. Hallo, Bianchetti, jetzt ist aber Schluss. Sagen Sie, warum erinnern Sie mich immer an meine verflossenen Dummheiten? Das ist jetzt ein für alle Mal vorbei. Für mich gibt es nur einen Menschen, und das ist meine Frau. Ich liebe meine Frau. Das gibt's auch. Hören Sie zu. Gianchetti. Ja? Liebe. Verstehen Sie Liebe? Ja, ja. Liebe ist etwas so Schönes und so Zartes. Das muss man festhalten. Ja. Und behüten. Ja. Wie einen Kolibri. Ja. Es ist ein Glück. Es ist ganz einfach Glück, dass man sich so verlieben kann. Dass der Puls nicht 80, ein bisschen mehr. 100 schlägt. Man sieht die Welt mit anderen Augen an, weil man eine rosarote Brille trägt. Ganz egal, wenn man das Spiel riskiert, ob man dabei gewinnt, ob man dabei verliert. So oder so,
wer zittert und wer bebt und nicht als Mann aufs Ganze geht, hat nicht gelebt. Ein Glück, dass man sich so verlieben kann, denn mit Liebe fängt das Leben an. »99 Frauen hab ich schon ausgebracht, 100 Flaschen Shampoos haben mir so leicht gemacht. So trank ich mit jeder, die ich in die Arme nahm, von dem süßen Weine, bis plötzlich mir die eine, die ich erträumt, entgegenkam. Ein Glück, dass man sich so verlieben kann, dass der Puls nicht 80, sondern 100 schlägt. Man sieht die Welt mit anderen Augen an, weil man eine rosarote Brille trägt. Ganz egal, wenn man das Spiel riskiert, ob man dabei gewinnt, ob man dabei verliert. So oder so, wer zittert und verbebt und nicht als Mann aufs Ganze geht, hat nicht gelebt. Ein Glück, dass man sich so verlieben kann, denn mit Liebe fängt das Leben an. Bianchetti, wohnt Dr. Hansen allein hier? Ja, ich habe ihm 150 gegeben, weil er ist mein Freund. Direkt neben meinen? Ja. Haben Sie ihm gesagt, dass ich da bin? Aber ich bin doch eines der verschwiegensten Portiere von Venedig. Ja, das weiß ich. Bianchetti? Ja? Hallo. Herr Doktor. Bianchetti, nicht weinen. Na, schenke ich dir. Bitte, Doktor, ein Glas Sekt. So. Bitte. Prost. Prost. Wasser, das ist mir viel zu trocken. Was wir brauchen, ist eine Flasche Grappa. Grappa, da muss ich Ihnen in Bootshaus, weil ich Gundelhaus, weil ich habe das versteckt. Die holen Sie schon. Ja, aber die Stiege ist so steil da hinunter. Das ist doch gut, das sind wir schneller unten. Da gehen wir. Gehen wir schon. Kommt. Na, wo ist denn der kleine Grappa? Den haben wir gleich. Ja! Was war das? Ja, Schetti, ja. Sie sind ins Wasser gefallen? Ja. Können Sie schwimmen? Nein. Warum nicht? Weil ich immer Wasserscheu war. Das ist schade. Ja, Schetti? Ja. Ahoi, Sie waren immer ein tapferer Portier. Portier! Oh, Ole mio! Na endlich, wo stecken Sie denn? Na, wo stecke ich denn? Ich habe nur etwas Grappa gesucht. Aber Oilala, aber keinen gefunden. Darf ich vielleicht die Herrschaften zu einem Gläschen Champagner einladen? Gern. Du wirst doch nicht mit ihm Champagner trinken. Geben Sie uns die Schlüssel 155 und 157. Bis. Und um 8 Uhr wecken. Nicht vor 8, um 8. Also nicht vor, sondern um 8. Bitte darf ich jetzt die Herrschaften hinaufliften. Abfahrt! Was sagst du dazu? Ich finde es einfach komisch. Komisch? Ich könnte vor Wut aus der Haut fahren. Komm. Bitte Endstation aussteigen, bitte sehr. Na, wo sind Sie denn? Hab ich doch verloren. Sie! Über Sie werde ich mich beschweren. Das können Sie mir aber auch ins Gesicht sagen. Aber bitte nicht so schreien, sonst wecke ich Sie schon um 6. Aber Werner, das ist doch Uli Hansen. Erkennst du ihn denn nicht? Nein. Du auch nicht? Nein. Das mag ja nicht, ich kenne ja die Herren auch nicht. Komm, komm. Ich wünsche ein angenehmes venezianisches Flohbeißen. Uli. Erkennst du mich denn nicht? Ich bin doch die Tilly. Die Tilly, natürlich. Da
Das ist aber die Tilly. Was für eine Tilly? Wir haben doch zusammen gespielt vor 3 Jahren. Im Sand? Nein, Operette. Operette? Und das ist die Willi. Das ist die Willi. Das ist die... Sie hat ja eine unheimliche Ähnlichkeit. Das seid ihr also zwei? Ja. Doch, Gott sei Dank, das ist ein Glück. Ich habe schon gedacht, ich sehe doppelt. Das seid ihr also Zwillingsschwein. Jetzt habe ich's. Das sind aber zwei Kessel-Zwillinge. Was haben wir denn zusammen gespielt? Wir hatten das Tanzjahrzehnt. Das Tanzjahrzehnt? Ich spiel mit dir und du mit mir. Wir spielen beide Mann und Frau. Jeder denkt, wir sind ein Ehepaar. Dabei ist das gar nicht wahr. Denn ich fühl, wenn du mich küsst, dass es rein platonisch ist. Ich spiel mit dir und du mit mir. Wir spielen Katz und Maus. Das Spiel ist herrlich, doch sehr gefährlich. Vielleicht wird er da. Also hier sind wir garantiert falsch. Also dann fragen Sie doch irgendjemand, wenn Sie sich nicht auskennen. Ja, ja, scusi. Albergo Paradiso, wo? Was heißt wo auf Italienisch? Dove. Wo ist das doofe Albergo Paradiso? Deve tornare in Piazza San Marco, si trova vicino a Daniele. Aber von dort kommen wir ja her. Na, umso besser. Also von Ihnen lasse ich mir doch einmal den Weg zeigen. Bin ich der Kolumbus? Ein Licht machen. Komm her. Passiert dir nichts. Ich glaube, die Kerze ist verölt. Ich bin aber auch ein bisschen verölt. Muss man ganz genau anpeilen. Auch gut. So ein schönes, breites Bett. Ein Doppelbett. Ein Schwieringsbett. Und ich bin allein. Und Regine hat auch ein schönes Schwieringsbett. Und ist auch allein. Gina, das ist meine Hochzeitsnacht. Und was bin ich? Ich bin ein Hochzeitsnachtwächter. Was war das? Da war noch jemand. Die Heiselmännchen. Die Heiselmännchen. Da ist er jetzt. Hinter mir steht er. Ein Sträfling. Sing, sing. Nachtigall, sing. Oh, hello, Herr Dr. Hansen. Sind auch hier? Sehr erfreut. Komm doch ein bisschen näher. Kommen Sie doch ein bisschen näher. Oh, lala, ja. Herr Doktor, sind dreifacher Doktor? Hut ab vor so einer Leistung. Eine Frage unter uns Männern. Lässt ein Mann seine junge Frau in der Hochzeitsnacht allein? Er lässt sie nicht allein. Bitte zugeben, sie hat einen enormen Dickschädel. Aber was haben Sie? Sie haben auch einen Dickschädel. Na, hören Sie mal, wie hart der klingt. Ich will weg von hier. Ich will zu meiner Regine. Aber sie ist so weit weg. So weit. Und sie ist so weit weg und ich bin so besorgt. So besorgt um sie. Haben Sie was gesagt? Hm? Der ist mir unsympathisch. Der sieht aus wie ein Admiral. Warum sich nicht über mich lustig zu machen?
Im Gegenteil, wir von der Marine dürfen uns nicht unterkriegen lassen. In der Hochzeitsnacht schon gar nicht. Also ich verstehe, Landurlaub gestrichen. Ob er noch drin ist? Muss man nachsehen. Er ist noch drin. Soll er auch bleiben. Der Herr hat mir ein Stubenarrest. Und ich gehe jetzt in mein Schwillingsbett. Wo ist denn mein kleines Schwillingsbett? Da ist es ja. Hinein mit einem Hecht. Mit einem. Auf die Plätze. Fertig. Der arme Harry. Fertig. Ich. Bitte sehr, ich laufe die Strecke in 10,0 Promille. Herr Putzikan. Was ist denn? Wie kommst du denn hierher? Ganz einfach. Biancetti ist der diskreteste Portier von Venedig. Aber komm, küss mich, mein Pipilipi. Du sei schweig. Ich will ihn nicht mehr sehen. Ich kann auch nicht mehr sehen. Ich habe nur einen Schleier vor den Augen. Du bist überhaupt an allem schuld. Ach, das war noch gar nichts gegen das, was ich alles noch vorhabe. Du hast noch was vor? Oh ja, ich werde deine kleine Frau ganz verrückt machen. Ich werde überall auftauchen, wo sie ist. Im Bad, im Hotel, auf der Straße, überall. Aber Ilon, ich habe schon ein Appartement gemietet, direkt neben deinem. Und du wirst in deine Flitterwoche nicht flittern, denn ich werde ganz Venedig mobilisieren. Oh, du hast mein ungarisches Herz gebrochen, die nach Liebe bebt wie ein Vulkan. Ich bin ja so unglücklich. Ich gehe ins Wasser. Wenn es nicht zu kalt wird. Aber bevor du dich erkältest, bring ich dich um. Das ist mir sicherer. Du wirst mich schlagen? Ja. Dann liebst du mich doch. Nein! Ich bin ein Mörder! Ich bin ein Du Schlange! Nein! 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 Pochi, da oben läuft ein Mann im Nachthemd herum und in die Zimmer 150 ruft eine Lady um Hilfe. Ja, junge Frau, ich bitte nicht so zimperlich. Was bin ich? Ich meine nicht so empfindlich. Ach, reden Sie doch nicht. Holen Sie doch schon die Polizei. Ich kann ja nicht. Ach, was? Ich bin ja noch... Oh, oh. Nein, Hilfe! Nein, Hilfe! Nein, Hilfe! Nein, Sie sind der Portier? Ja, bitte, ich schaue nur so aus. Ich bin nämlich heute schon dreimal ertrunken. So. Ja, einmal in Cognac, einmal im Wasser und einmal mit Grappa. Bitte schön, wir suchen Herrn Dr. Hansen. Ja, der ist nur einmal ertrunken, aber der schläft jetzt auf 150. Dankeschön. Danke. Ja, einen Moment. Was ist denn? Moment, ich muss ja die Dame erst anmelden. Aber wozu? Das ist ja seine Frau. Seine Frau? Ja. Das ist, da gibt's einen Eheskandal. Wieso denn? Die Ilonka. Ach, die ist oben? Ja. Entsetzlich. Ueli, ich bin's. Regine! Meine Frau, komm herunter, du musst dich verstecken. Ja, wohin denn? Geh nicht auf, bleib oben. Bitte leg dich flach hin, damit man dich nicht sieht. Du mach doch auf, Ueli. Ja, ich mach auf. Leg sie die Beine an. Schmeiß mir ein Kissen drauf, hier ist doch hart. Ueli! Ja, ich komm ja schon. Wozu brauchst du denn so lange? Ja, wozu? Ich muss jetzt zusammen. So. Ich kann den Lichtschalter nicht finden. Aber jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich gehabt. Er ist mir im Finstern entschlüpft, weißt du? Aber ich gleich komme. Regine. Ach, Liebling. So eine Überraschung. Oh, Liebling, ich war ja so dumm. Nein, ich war dumm. Nein, Liebling, ich sehe es ein. Ich war dumm und es tut mir so leid, dass ich dir so wehgetan habe. Was, du hast mir wehgetan? Ich habe mir wehgetan. Du meinst selig, ja. Aber ist ja alles in Ordnung. Du bist da, ja. Ich bin da. Und ich bin auch da. Sie brauchen wir jetzt nicht mehr. No, sagen Sie das nicht. Vielleicht könnte ich manches in Ordnung bringen. Es ist alles in Ordnung. Gute Nacht. So, no. Na, gute Nacht. Sag einmal, Liebste, warum versperrst du die Tür? Warum? Weil ich hier bei dir bleiben will. Regine, du hast ja gar nichts an. Stört es dich sehr, Liebling? Wir bleiben heute hier. Nein, das geht unter keinen Umständen. Ja, aber warum denn nicht? Ist es doch reizend.
Uns ist ja schließlich egal, wo wir schlafen, nicht? Jetzt bin ich einmal im Paradies und jetzt möchte ich auch im Paradies bleiben. Na bitte, schaut alle das an. So was soll ein Bett sein? Hä? Da kann man doch nicht seine Hochzeitsnacht verbringen. Uli, was hast du denn auf einmal? Hast du Angst? Ja, nein, natürlich nicht. Sag mal, wie sieht's denn hier eigentlich aus? Das sag ich dir doch die ganze Zeit. Das ist ein schlecht geführtes Hotel. Hier kann man doch keine Sekunde länger bleiben. Uli! Außerdem ist es hier maßlos überheizt. Ein Damenstrumpf! Ja, das ist tatsächlich ein Damenstrumpf. Typischer Hotelbetrieb. Der ist bestimmt hier liegen geblieben. So. Und das dazugehörige Bein ist wohl auch liegen geblieben. Aber nicht ist liegen geblieben. Ich bin ganz da. Also das ist die Höhe. Ja. Höher ging's leider nicht mehr. Die zwei sind jetzt endgültig wieder alle fertig. Aber Gina! Los! Aus! Gina, bitte lass dir doch erklären, es ist doch alles ganz hart. Du Weib, du! Musiker! Gina! Gina, bitte, ich bin unschuldig, bitte glaub mir doch! Bitte, zugegeben, es spricht alles gegen mich, aber schuld ist nur dieser Portier! Was, ich? Natürlich, ja. Sie haben doch diesen verrückten Paprika-Huhn verraten, was ich für eine Zimmernummer habe. Moment, so kannst du doch nicht auf die Straße. Das sind meine Flitterwochen. Ja. Gina! Hallo! Gina, komm doch zurück! Das Ganze ist... Gina! Oh, Signore, pazzo! Oh, Verzeihung. Salve, salve. Gina! Salve, salve, Popolo Romano! So, die Übernachtung wäre bezahlt, obwohl ich kein Auge zugemacht habe. Sag mal, mit dem Packen bist du noch immer nicht fertig? Ich weiß nicht, was du dir von dieser plötzlichen Abreise versprichst. Na, alles, Gina, alles. Du wirst sehen, wie glücklich wir sein werden, wenn wir diese Frau einmal los sind. Bis jetzt hast du die Nähe dieser Frau geradezu gesucht. Oh, Gina, das ist nicht wahr. Ich hatte doch keine Ahnung, dass sie hier in Venedig ist. Ich schweige denn im Hotel Paradiso. Die hat sich in mein Zimmer eingeschlichen. Aber jetzt sind wir sie endgültig los. Sind Sie sicher, dass Herr und Frau Hansen nebenan wohnen? Sie? Was schauen Sie denn immer da so hinüber? Wir wollten uns doch hier seelisch näher kommen. Und bei der Gelegenheit... Sehe ich schon wieder ein Paketchen, was mich nervös macht? Ach, nur eine kleine Begrüßung für Sie im Hotel Danieli. Ah, Säuerling, Sie sind wirklich ein Kavalier. Ach. Sie begrüßen mich in jedem Hotel mit einem neuen Schmuckstück. Säuerleinchen, ich glaube, ich habe mich schon sehr an Sie gewöhnt. So, davon habe ich aber heute Nacht noch nichts gemerkt. Komm, Liebling, noch einen letzten Blick auf Venedig. Gina, komm, es ist allerhöchste Zeit. Du reist auf mein Putzikar? Ja. Ist deine kleine Frau schon wieder eifersüchtig? Soll ich hinüberkommen, um sie zu trösten? Ja, bitte, komm herüber. Ich fliege, mein Pidilipi. Sie wissen doch, wie ich sie verehre. Aber was zu viel ist zu viel. Dieser Mensch braucht ja bloß zu pfeifen und sie rennen ihm nach wie ein Hündchen. Hündchen ist lieb. Nein, wirklich im Ernst, merken Sie denn nicht, dass dieser Mensch sie bloß in eine Falle locken will? In eine Falle? Wie kommt sie darauf? Mein lebendes Herz spürt so etwas. Vielleicht haben Sie wirklich recht. Sie gehen also nicht zu ihm? Doch. Er hat mir wehgetan. Und das soll er büßen. Und Sie werden mir dabei helfen. Ich? Ja. Beschaffen Sie mir so viele Italiener, wie Sie nur auftreiben können. Und versammeln Sie die vor dem Hotel. Wie soll ich denn jetzt Italiener auftreiben? Waren Sie noch nie in Italien? Mit Geld natürlich. Das ist ja gut, aber... Kein Aber. Wenn Sie mich wirklich lieben, tun Sie es. Ohne zu fragen. So gib doch wenigstens zu, dass du sie liebst. Was ich die lieben? Tja, aber nicht, würde ich sie in der Luft zerreißen. Aber ich glaube, ich kann Bauch mehr. Gina, du musst mir doch... Ja, herein. Los, los, wir müssen nicht meinen, wenn wir wollen, sonst wird es ja zu spät und wir versäumen den Zug. Wo sind die Koffer? Moment. Psst. Die verhau ich jetzt. Ja, bitte. Herein. Dann bin ich mein Schnucki-Pucki. Fein. Und wo ist deine reizende kleine Frau? Sie wird gleich kommen. Na schön, dann gib mir so lange etwas zu trinken. Ja, oder noch besser, einen Kuss. Kriegst du? Das ist für die Blumenvase. Das ist für den Schoßhund. Narkose. Narkose. Das ist für deine Intrigen. Das ist für deine Lügen. Doch, drei kriegst du noch. Das bin ich meiner Gesundheit schuldig. Eine für Vati und eine für Mutti. Eine für Felix. Und eine für mich. Der, und das schickt dir meine Frau. So, danke vielmals. Jetzt ist mir wohler. Hast du aber eine Handschrift, du? Uli, du warst wunderbar. Ja, ich weiß. Aber bitte, jetzt schnellstens zum Zug. Es ist allerhöchste Eisenbahn. Ja, Uli, bitte, aber es ist wirklich Schluss mit Ilonka und mit dem Singen. Aber ich schwöre es dir. Uli. Gina, wenn wir fahren wollen, müssen wir gehen. Ja. Träger! Schleppatore! Prego, signor! Va avanti! Ah. Presto, presto! Grazie! No! Oh, per pacco di cacco! Scusate! No! Oh, ja. Ilonka, was haben Sie denn? Oh, ich habe doch gewusst, dass der Kerl sich eine Falle locken würde. Oh, Säuerling, Sie sind doch der einzige Mensch, auf den man sich verlassen kann. Oh, ja. Haben Sie die Italiener besorgt? Ja, selbstverständlich. 80 Mann, 100 Lira ist doch billig, nicht wahr? Ja. Der Chef von Ihnen wartet unten in der Halle. Gut, dann rufe ich ihn jetzt an und sage ihm, was seine Leute machen sollen. Ja. Und Sie lassen inzwischen das Gepäck wegschaffen. Das Gepäck wegschaffen? Wir ziehen um. Schon wieder? Ja. Wohin denn jetzt? Mir ist egal. In eine Ihrer Schokoladenfabrik. Ilonka! Ja!
Ja, kommt doch, bitte! Nein, was ist denn? Aber bitte! Nein, wir sind doch vernünftig! Lass doch los! Ich kann nicht singen! Mifa, Bergere und Mutter, die Deppung! Was hat er denn? Ja, was machen Sie denn da? Caricare le lavalice! Ja, aber ich muss ja zum Bahnhof! Was ist denn Stazione? Natürlich! Aber der Bot gehört in Lonka Dama, Roche! Eh, Lonka, das auch noch! Jetzt ist schon wurscht! Setzen Sie sich hin! No, 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 no! Stechen Sie den Kanal! No, 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 no! Können Sie Motorboot fahren? Sie, Sie. Bitte, hier, fahren Sie, los, hinein. Ecco, Sofia Lorrei! Oh, ja, certamente, autogramma, schnell, schnell. Gina, hinein, hinein, schnell. So, aber nicht... Ja, fahren Sie, gehen Sie! So, mein Schatz, das war die letzte Aufregung. Jetzt kann ich dir endlich in aller Ruhe sagen, wie sehr ich dich... Gusch! Es kommt auf die Sekunde an, ruhig, ruhig, bei einer schönen Frau, so ist auf Platz. Wer so viel nur von Frauen versteht, der weiß das ganz genau. Doch wer da wartet, bis das Glück an ihm vorübergeht, verpasst den richtigen Augenblick. Ja, und dann ist es... So stell ich mir die Liebe vor.